Wir beschließt weitere Regeländerungen für 2025. Bei der jüngsten Sitzung des Automobilweltverbandes wurden weitere Regeln für die kommende Saison beschlossen. Den Zusatzpunkt für die schnellste Runde wird es nicht mehr geben. Interessant ist aber, dass die FIA darüber keine Begründung nennt. In den Jahren 1950 bis 1959 sowie ab 2019 gab es den Extrapunkt. Des Weiteren erhöht die FIA die Einsätze von Nachwuchsfahrern im freien Training. Statt bisher einer Möglichkeit pro Auto sind es ab 2025 zwei. Was bedeutet, dass jeder Stammfahrer künftig an zwei Freitagen in jeweils einer Einheit pausieren muss, damit ein Rookie Fahrpraxis bekommt. Darüber hinaus kam die Info, dass ein Team die Fahrzeughöhe zwischen Qualifying und Rennen verändern konnte. Erst war es nicht bekannt, wer das Team sein könnte, doch später gab Red Bull zu, dass sie das Team sind. Das hat ein Sprecher des Teams gegenüber BBC bestätigt, dass im Cockpit ein Hilfsmittel existiert, über das sich die Höhe des sogenannten Bibs, also der vordere Teil des Unterbodens, verstellen lässt. Diese sei aber unzugänglich, sobald das Auto vollständig montiert und betriebsbereit sei, und sie soll auch nicht zum Einsatz gekommen sein. Die Konkurrenz soll aber im Laufe des Singapur-Wochenendes auf den Trick von Red Bull aufmerksam geworden sein, da Konstruktionsdetails von Open-Source-Komponenten auf der FIA-Website hochgeladen wurden, auf denen jedes Team Zugriff hat. Red Bull muss das Auto jedenfalls wieder umbauen und einen Plan haben sie für die Zukunft vereinbart. Eure Meinung dazu in die Kommentare.